Wir sind heute in Ita und ich darf euch eine sehr tolle 90 Quadratmeter große Dreizimmerwohnung mit einem traumhaften Ausblick auf Kitzbüheler Alpen, Ita Schlossblick präsentieren. Wenn wir uns das anschauen, das Panorama da von der Terrasse ist natürlich genial. Da geht es dann Richtung Schlossblick rauf. Also wir haben hier oben ganz ruhig und vor allem wir haben Sonne bis spätabends. Da schauen wir jetzt praktisch auf Ita runter. Da haben wir direkt unten Ort Ita, praktisch Schloss Ita, Kirche, Gemeindeamt. Also wir sind da auf einer erhöhten Panoramalage. Sehr, sehr toll. Ja, Highlight von der Wohnung ist die 100 Quadratmeter große Terrasse. Also die ist natürlich genial. Das heißt, wir haben da oben die Wohnung. Über uns ist keiner mehr. Das schaut so aus. Also, da haben wir ein bisschen Wald noch auf, was dazugehört. Und da haben wir die Terrasse. Also, da haben wir wahnsinnig viel Platz und Schwung. Wir sehen es eh. Ist viel toller, glaube ich, kann man es nicht haben. Gell? Wenn es ans warm wird, da drin ist es dann schön schattig. Also, viel toller, glaube ich, geht es nicht mehr. Eine riesen Markisen haben wir natürlich, was wir auslassen kann, weil sonst, so wie momentan, wäre es natürlich da draußen zu heiß, aber schauen wir uns nochmal um. Die Aussicht ist natürlich genial. Sicher einer der schönsten Plätze in Ita. Ja, so schauen wir aus. Dann haben wir nur praktisch die Terrasse, schlängelt sich da um die ganze Wohnung um. Das heißt, man hat da, egal zu welcher Zeit, kann ich entweder der Sonne nachgehe bzw. von der Sonne weggehe, dass es ein bisschen schattiger wie ich halt will. Sehe ich mir da ganz wunderschön auf Würgel aus, ja, aus Witter, Würgel ganz aus. Also da hat man wirklich eine Weitsicht, die ist super. Dann, da ist eben noch, was zur Wohnung gehört, die um die Balkon, sprich Terrasse, da die ganze Ding um. Also es werden mehr als 100 Quadratmeter sein, wenn ich alles dazu erzähle. Dann schauen wir in die Wohnung rein. Also wie gesagt, 92 Quadratmeter, schauen wir uns die Aufteilung an. Wir haben da eine kleine Küche. Jawohl. Dann Essbereich. Wie gesagt, durch das, dass wir da rum sind, wir haben da überall sehr viel Licht. Das ist eine sehr helle Wohnung. Dann da auch wieder rum. Also wie gesagt, dass wir eine wunderschöne Aussicht überall haben, glaube ich, ist eh klar. Also wir haben es ruhig und die Aussicht ist genial. Schauen wir direkt auf Schloss Itobi und auf Itasöm. Also wie gesagt, das wäre dann der Wohnbereich. Da ist auch noch ein schöner Ofen mit dabei. Sonst haben wir mit Dingheizen, wir haben Ölheizung, sondern das wäre ein Wohnbereich auch. Weil wenn man das anders gestalten will, dass man sagt, man tut die Mauer rausnehmen, dann hat man offenes Wohnen, wie man es auch immer gestalten will. Gell? Das bleibt bei jedem selber überlassen, aber man sieht, man hat da schon viel Schwung, wie man das immer gestalten möchte. Das ist einmal der ganze Bereich darüber. Dann haben wir Schlafzimmer Nummer 1. Das Schlafzimmer ist jetzt nicht riesig, muss man sagen. Wenn man sagt, das ist eins klar, beziehungsweise ich brauche nicht zwei Schlafzimmer, dann gebe ich die Wand wieder raus. Das ist einmal nachträglich gemacht worden. Also wie gesagt, das ist ja eine Dreizimmerwohnung. Man kann auch sagen, ich werde es euch gleich sagen, man nimmt das raus, dann hat man ein großes Schlafzimmer. Dann haben wir da praktisch, das ist der Eingangsbereich, haben wir da einmal, das ist auch wiederum, wo man sagt, okay, Abstellraum und so, okay, also Krimskrams, Speise, was auch immer, okay, da ist das Gleiche, also der Raum ist für Abstellsachen. Dann haben wir da WC, beziehungsweise müssen die da noch die Dinge machen, Badezimmer, das haben wir da praktisch noch nicht so. Dann haben wir da, das war jetzt praktisch größeres Schlafzimmer, gell? Also da hat man es jetzt relativ, sage ich mal, sehr kühl und weil wir da natürlich Richtung Berg schauen, also da haben wir schön angenehm kühl, da haben wir einen begehbaren Kleiderschrank. Genau, also haben wir viel Schwung. Das ist eben so gemacht worden, dass man das für die zwei Schlafzimmer so Ding kann, mit einem Badezimmer, wie man halt will. Da ist jetzt dann Badezimmer mit Dusche, Badewanne,
wie die WC und auch noch ein Fenster zum Lüften, was auch praktisch ist. Wie man es halt früher gehabt hat. Gell? Also ist, Fliesen sind schon ein bisschen größer, aber die sind halt die Fliesen, wie man es früher gehabt hat. Wenn einem das stört, dann macht man es halt anders. Also wie gesagt, da haben wir ein Ding von dem her. Das ist jetzt ganz in Ordnung, muss man sagen. Also wie gesagt, Größe passt. Das eine Ding ist ein bisschen kleiner, gell? Habe ich eh gesagt. Das eine Schlafzimmer, von mir aus ist ein Kinderschlafzimmer, Gästeschlafzimmer, oder ich mache es auch auf, dann habe ich draußen einen größeren Raum. Ja, so schauen wir da aus. Also wie gesagt, bei der Wohnung ein bisschen muss ich natürlich herrichten, wie ich das haben will, aber sonst eine tolle Wohnung mit Panorama-Ausblick auf Kitzbühel Alpen, auf den Ort Itter, bis Würgl schaue ich aus. Ich habe den ganzen Tag Sonne und ich habe es absolut ruhig hier. Ich gehe noch einmal auf den Balkon raus. Also viel toller, glaube ich, kommen wir es nicht haben. So schauen wir da rum aus, gell? Ist schon mehr als toll. Ja, wie gesagt, so waren Deckdaten, 90 Quadratmeter, 3-Zimmer-Wohnung. Und wenn wir Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihren Anruf oder auf Ihr E-Mail-Adresse.